hat gestern heftig darüber beschwert, dass er das erste Halbfinale spielen musste, nachdem seine Viertelfinalpartie gegen Krajicek ja bis kurz vor Mitternacht andauerte. Auch völlig ungewohnt entgegen jeglicher Regel. Oh, der war gut. Ja, das habe ich auch so gesehen. Ja, Herr Pereira, da oben auf dem Stuhl, jetzt sollten Sie schon mal ein bisschen das Auge aufmachen. Denn die Herren da oben sind nicht nur dazu da, dass sie die Punkte mitzählen, sondern sie sollen auch das Spiel verfolgen und auch mal, wenn es eine krasse Spielentscheidung war, den Kollegen an der Linie korrigieren. Sagt er bei 0,5 dann. Auch bei der Rückhand des Amerikaners für Becker viel zu spät zu erkennen, ob er Longline oder Cross geht. Insgesamt 8. Ass von Becker. Das Spielball zum 2-1. Und er schiebt noch 1 hinterher. 2-1 Führung von Boris Schiffert. Pereira aufgefordert, den Herrn auszuwechseln, der für die drüben liegende Aufschlaglinie zuständig ist, aber der Brasilianer meinte, geben wir ihm noch eine Chance. Fünfter Doppelfehler von Sampras. Becker hat erst einen. Punkt für Boris sein. Nein! Vermutlich hat er ein bisschen zu lange hin und her überlegt, was soll ich machen, wie spiele ich den Ball und dann war es zu spät. Schauen wir uns nochmal die Chance an. Oh, die war groß. Wenn er cross geht, ist das Ding erledigt. Na, Becker könnte 0,40 haben. Was hat er? 15,30.
aber vielleicht lässt sich ja auch das ausbauen. Das kommt ganz selten vor, dass der Schulschiedsrichter eine Netzentscheidung trifft. Dafür gibt es eigentlich einen Herrn, der das viel leichter beurteilen kann, denn er hat seinen Finger auf der Netzkante, wie auch immer, erster Aufschlagtempel. Schwächeperiode jetzt von Stempel, der möglicherweise nach diesem Spiel erneut den Schläger wechselt. Unzufrieden mit der Härte seiner Bespannung. Zwei Breakchancen Boris Becker. Aber das ist natürlich abgeklärt, nervenstark souverän. Fast ein bisschen arrogant lupft Becker da den Ball vorbei. Aber was für ein Ballwechsel. Auf welchem Level. Dritte Breakchance für Boris Becker. Der da schnell auf den Beinen ist. Aber wieder ein Ast schlucken muss. Das siebte. Das ist das, was die Sache gegen Pete Sampras so schwierig macht. Wenn man meint, jetzt hat man ihn, dann packt er nochmal zu. Erneut Spitzenaufschlag von Pete Sampras. 2-2.